Setup-Bottich ist wieder am Start. Das Video für heute ist für euch auch fertig. Leute, sehr lehrreich wieder. Trainingsgeschichten sind auch mit dabei. Und ein Real Talk, wo ich jetzt echt mit Sport aufhören wollte, weil mir alles sowas von auf den Sack ging. Auch ich hatte dann mal gedacht, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr mit dem ganzen Müll. Warum, wieso, erfährt ihr in dem Video. Ist jetzt hier kein Clickbait-Müll-Scheiß-Gedöns, sondern das war echt für mich ein Grund, wo ich sagte, okay, es bringt nichts. Ich bin irgendwie fit, aber wiederum trotzdem voll der müllige Kackkrüppel. Das wird heute Thema in dem Video sein und wie ich das Problem jetzt gelöst habe, beziehungsweise jetzt immer noch löse, weil es wird gerade gelöst. Und es sieht sehr gut aus. Guckt es euch an. Und dann werden erstmal so richtig die Muskeln hier auseinandergenommen. Auch auf jeden Fall die ein oder andere Trainingsmotivation. Gucken wir uns hier ganz weiche Videos an. Es kann nicht sein, ich mache mein Leben lang Sport, ja, bin eigentlich ultra fett. Bei euch auch mit dem ganzen Scheißtraining. Ich trainiere nicht mehr, ich mache den ganzen Piss nicht mehr. Okay, es gibt nur eine Lösung, die mich wirklich retten kann und das ist... Leute, ich gönne mir gerade das Protein-Nutella, Haselnuss-Schokocreme, natürlich von Neosubs. Gerade reingebissen, Leute. Wow, es schmeckt einfach Hammer. Geiles Schokotoast mit, wo haben wir es? Da, 21 Gramm Proteine. Oh, es ist einfach nur unfassbar köstlich. Mm. Wieso bin ich nicht online? Doch, jetzt bin ich online. Du hast doch noch gar nicht angestoßen. Ey, komm her. Riechst du schwarz oder mit Milch und Zucker? Ich nehme schwarz. So Leute, ich war wieder fleißig am Schrauben. Ihr seht hier den Riss. Ihr sagt ja immer, Uwe, mach Stories. Wir wollen Stories von dir. Wir wollen alles sehen. Was machst du so auch privat? Und hast du nicht gesehen? So, privat habe ich jetzt Folgendes gemacht. Hier neu angepimmelt hier das Ding. Aber ganz wichtig, das war Fummelarbeit. Diese Dinger musste ich einzeln hier reinstecken, dann hier verschrauben aneinander und das war ein bisschen kniffelig, weil wenn du was vergessen hast, so zuerst zugeschraubt hast und dann gesehen hast, oh, die Laschen sind noch gar nicht drin, wieder auseinanderbauen, auseinanderpflückeln da und dann, ja, jetzt sitzt das Ding, funktioniert gut. Die hier, ihr seht auch, wesentlich kleiner, pass auf, zack, und das ist neu. Und die hier ist kaputt gegangen, da haben die Mädels mal richtig Attacke gemacht beim Schaukeln. Und ja, ich weiß nicht, ob man die noch verwenden kann, ob ich denn die Schaukel die Nachbarin schenken kann. Der Nachbarin schenken. So, was macht ein Unternehmer noch so mitten in der Woche? Den Einkauf von der Frau reinbringen. Sie war fleißig einkaufen hier. Ernährung ist on point, sagt sie. Cheat Day. Wieder ein Beten Cheat Day. Oh, hier wird er gecheatet bis zum Geht nicht mehr. Was ist denn hier los, Alter? Oh, hier, das meins hier. Ne, ist hier für die Kids. So, ab und zu mal was Süßes, weißt du? Auch ab und zu. Auch Bonus. Kenny, hilfst du mir? Trag auch mal was rein. Immer tragen wir rein, raus. Kannst du mich mal ein bisschen unter die Arme greifen? Kannst du mir mal helfen? No. Das ist meins. Was machen wir noch so als Unternehmer mitten in der Woche auf dem Mittwoch? Rede ich. Müll wegbringen hier. Wir haben so viel Baustellen. Und jetzt werden wir alles hier entsorgt. Wenn hier alles fertig ist, ne? Würde ich mal die Hürde schätzen lassen. Das interessiert mich nämlich sowas so richtig. Aber sowas von. Und ich bin Spider-Man. Kakua, Bell ist nichts gegen mich, Digga. Ah, hier mein Mercedes war und mein Stativ war. Guck mal hier, Leute. Haben wir hier noch eine fleißige Müllecke? Da hilfst du mir aber, ne? Du Typ, du. Und dann müssen wir hier noch reingehen. Ihr müsst euch vorstellen, hier lagert sich so viel Müll an auf dem Hof hier. Ein paar Holzbalken denn?
Und dann, endlich mal, ich kann hier nicht mal parken, guck mal. Alles voll hier. Zack, zack, zack. Das kann man übrigens noch wegbringen. Kriegen wir was zurück hier, weißt du? Aber sowas von junghustle.de. Hier könnt ihr sehen, das ist ein richtig dickes, fettes Bild von meinem Logo, integriert mit Typografie auf künstlerischer Basis. Werden wir uns auch mal die Tage hier mal ansehen. Auf jeden Fall muss ich erstmal hier klar Schiff machen gehen. Guck mal hier, der DDR-Hund. Haut hier auch auf Kacke. Nur wenn einer Wand sich, dann muss er mal hin und her laufen. So. Hast du gefunden, oder was? Und hier nochmal, Leute, auf ganz nebenbei. Einmal 34 Euro fürs Falschparken. Und nochmal 34 Euro fürs Falschparken. Im Endeffekt war das kein Falschparken, sondern weil ich meine Parkuhr nicht eingestellt hatte und dann ans Armaturbrett darauf gelegt habe. Ja, Leute, ja, wie gesagt, ne, wer überweisen will, hier stehen die Bankdaten. Und ja, ich würde mich freuen, ne? Danke. Danke für die Unterstützung, danke für den Support. Ja, hinterlasst einen Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen. Danke. So, Leute, wir haben jetzt hier pro Person zwei Dürüms. Trainingspartner Paul und MPG Creative Head Director. Vlogkamera ist auch am Start. Wir sind nämlich fleißig am Blocken. Und da drinnen. Entschuldigen Sie, ich hätte gerne noch was zu trinken. Wollt ihr noch ein Uludag und ein stilles Wasser? Bring ich euch, bring ich euch. Gehen wir den nicht sondern am Start, Leute. Bisschen chillen, bisschen essen. Wir haben jetzt zwei. Ach, hier Baklava. Guck wollt ihr Baklava? An. Nee, nee, ich hab mir nein gesagt. Cheat Day? Cheat Day, sagst du? Zeig mal Arme. Soll ich jetzt anspannen oder soll ich nicht anspannen? Aber langsam, nicht das reißt. Das Ding reißt noch, glaube ich. Okay, guten Hunger, Digga. Ein so ein Ding, Digga. Kennst du die Story genau ein, dass du den Dokumentation?